Der Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz hat seine Pforten wieder geöffnet. Hier auf diesem riesigen Areal zwischen Burgtheater und Rathausplatz warten wieder auf die Besucherinnen und Besucher, die jetzt schon hereinströmen. Über 152 Standeln mit Spezialitäten und Köstlichkeiten aus ganz Österreich oder auch internationale Spezialitäten und verschiedene Kunsthandwerke und Schmuckmanufakturen, zum Beispiel die Original-Wiener Schneekugelmanufaktur, die wir uns angeschaut haben. Und nicht nur das, sondern auch eine Back- und Bastelstube für Kinder ist organisiert worden. Und eine Besonderheit, die das Herz der Wiener höher schlagen lässt, ist, der Wiener Herzlbaum ist endlich zurück und lässt die Herzen der Wiener, wie gesagt, höher schlagen und sorgt für romantische Stimmung, für weihnachtliche Stimmung, sorgt eine Musikuntermalung. Es gibt jeden Abend zum Beispiel um 18 Uhr einen Chor, der hier für weihnachtliche Stimmung sorgt. Nun ja, 6 Wochen ist ja noch Zeit bis Weihnachten. Genug Zeit, um sich mit Geschenken einzudecken. Und hier findet man wirklich genug. Also hier sind wir bei den Original Wiener Schneekugeln, bei der Wiener Schneekugelmanufaktur. Ja. Was ist denn das Besondere an diesen Schneekugeln? Der Schnee. Also dass der Schnee lange oben bleibt, oder? Ja. Erklären Sie mal. Fast 3 Minuten, also wenn man schüttelt, so macht man das. Es braucht ungefähr 3 Minuten, bis er wieder unten ist. Und Sie haben da traditionelle Motive, aber auch moderne Motive, sehe ich. Ist das irgendwie, kann man sich da immer auf die Trends, die jedes Jahr neu kommen, einstellen? Oder? Kann man sich darauf einstellen, aber es sind auch die traditionellen Kugeln dabei, also Steffel, Riesenrad, Rathausplatz. Was wird denn am meisten gekauft? Der Schneemann und das Riesenrad. Also diese Schneekugeln sind jetzt gefüllt mit einer dickflüssigen Flüssigkeit oder wie genau funktioniert das? Ja, also das ist keine dickflüssige Flüssigkeit, sondern das ist Wiener Hochquellenwasser ohne jeglicher Chemie. Das ist das Wasser, was vom Hochschwab nach Wien rinnt und das füllen wir ein. Also wirklich, nur dieses Wasser bleibt so klar. Haben Sie da schon mal andere Flüssigkeiten eingefüllt und ein bisschen experimentiert? Oder? Ja, freilich. Ich habe das auch schon mit Glycerin versucht. Aber Glycerin wird mit der Zeit braun und da funktioniert der Schnee nicht. Also unser Schnee oder mein Schnee, weil den Schnee mache ja ich, das ist mein persönliches Geheimnis. Und der funktioniert am allerbesten mit dem Wiener Hochquellenwasser. Also die große Auswahl, die sticht natürlich gleich ins Auge. Was haben Sie denn hier für Köstlichkeiten anzubieten? Also wir haben eigentlich hier Ludustin Brauchtumsgebäck. Da haben wir zum Beispiel anzubieten unsere großen Jumbo-Krapfen, gefüllt mit Marillenmarmelade, Vanillepudding bzw. mit Nougat-Creme. Dann haben wir auch den altbewährten Wiener Apfelstrudel, Sacherschnitte, Mozartschnitten, Nussstangerl, Buchteln, Riesenbuchteln, alles im Angebot von Mohn bis über Kürbiskuchen. Mit Staubzucker, ohne Staubzucker? Mit Staubzucker ist mit Marillenmarmelade, ohne Staubzucker ist mit Bovidl-Marmelade. Und die Köstlichkeiten kommen aus den verschiedenen Bundesländern oder sind die alle irgendwo produziert? Sie werden produziert in einer Bäckerei in Neustadt fahren und dann werden sie zu uns hergeliefert. Aber die Spezialitäten, die sind ja speziell steirisch, speziell zum Beispiel Maroni-Kuchen. Genau. Steirisch oder Enstaler, beziehungsweise Altwiener natürlich von uns. Dann haben wir vorne noch den Waldviertler Mondzelten. Was wird denn am liebsten gekauft von den Leuten? Die Jumbo-Krapfen, die Sacherschnitten und überhaupt der Altwiener Apfelstrudel. Und was für Leute kommen zu Ihnen? Sind das ganze Gruppen oder kommen da Einzelleute, die also das kaufen? Also es kommen einzelne Leute, es kommen auch Reisegruppen, es kommen auch zum Beispiel sonntags gerne die Pensionisten mit den großen Reisetaschen, die kaufen für die ganze Familie ein und somit sind dann gleich 2 Reisetaschen große gepackt und die Familie wird verköstigt. Ja, wunderbar. Also wir sind hier bei der Hütte 117, dem Punschstandl. Was genau gibt es denn hier im Angebot? Im Angebot haben wir Fleischnudeln, Gärtnerkassnudeln, Spinatschlutzkrapfen. Also Spezialitäten aus Österreich? Ja, richtig, aus Gärtner. Aus Kärnten, ja. Ja, und dann haben wir Punschglühwein und das Beste ist Bio-Rosé-Glühwein. Warum ist der besonders beliebt? Weil der ohne Zuckerzusatz ist und der ist wirklich hervorragend. Also kann man sagen, dass die Leute jetzt vermehrt Sachen ohne Zucker trinken wollen? Ja, richtig. Und der hat einen ausgewogenen Geschmack mit ein bisschen einer Säure dabei auch? Ja, das stimmt. Was für Obstsorten sind in dem Punsch drinnen? Nun, das kann ich nicht beantworten. Einfach ausprobieren. Einfach ausprobieren, ja. Das ist also aus reiner Rosé, Weintrauben gemacht, ohne Zuckerzusatz. Und das ist wirklich Spezialität bei uns. Dankeschön. Gerne. Der Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz hat auch dieses Jahr wieder einen Variantenreichtum. Unglaubliche Auswahl an Süßigkeiten und an Schmuck und Spielzeug.
und verschiedene Punschstände und Kulinarikstände. Und eine weitere Besonderheit ist, zum dritten Mal gibt es den kleinen Eistraum, eine Eisfläche hier im Park zwischen Burgtheater und Rathaus, die sich zwischen den Bäumen hier durchschlängelt. Und ich werde mich jetzt da aufs Eis wagen und wünsche den Zuschauern eine besinnliche Adventszeit.